Jetzt heute erst alles leider komplett ausfüllen und dann rüberbringen. Was mir auffällt, und es ist eigentlich bei so ziemlich allen möglichen Beantragungen, die zum Beispiel Eltern ausfüllen müssen, da finde ich zum Beispiel das schon mal grundsätzlich aus dem Kultusministerium absolut, wie soll ich sagen, naja, möchte ich mal fast schon sagen, stigmatisierend, ob man ankreuzen muss, in welcher Familiensituation man lebt. Die Familiensituation, gibt es da Patchwork zum Beispiel? Gibt es nicht. Wenn man jetzt alleinerziehend ankreuzt und gleichzeitig berufstätig ist oder vielleicht die Situation offiziell geregelt ist, die Eltern sind verheiratet, aber keiner kümmert sich um den anderen. Nein, ich weiß nicht, was mehr stigmatisierend ist. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass aus den ganzen Schulen, Entschuldigung, meine Damen und Herren, grundsätzlich die Religion rausgehört. Es gehört eine Ethik in alle Klassen, in jede Klasse gehört Ethik hinein. Und dann wird über gesamtgesellschaftliche Dinge gesprochen. Das ist wichtig. Und den einzelnen Religionsschmarrn, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so böse nenne, das können Sie daheim lernen. Oder extra in einem Wahlfach von mir aus. Aber nicht in alle Schulen heutzutage 2020 hier in Deutschland. Es tut mir leid.